So, nachdem wir uns ja letztes Mal schon um die Erbschaft gekümmert haben, folgen wir den Ereignissen des letzten Spiels. Denn jetzt stellt sich heraus, dass wir die Geburtsurkunde von Peter brauchen. Genau die Urkunde, nämlich nach der das Spiel, die Urkunde, die Erbschaft 2, benannt ist. Ja, ich weiß, wir sind wieder auf der Suche nach was. Aber im Gegensatz zum Vorgänger ist die Urkunde ein reines Adventure-Spiel ohne Glücksspielelemente. Und es hat Joystick-Steuerung. Oder, naja, es gibt halt eben auch Cursor-Steuerung. Und diesmal müssen wir Peters Geburtsurkunde in einem Hotel in Schottland finden. Dabei ist das Spiel noch weniger freundlich als der Vorgänger, obwohl man diesmal zumindest theoretisch keinerlei Zeitbeschränkung hat. Stattdessen gibt's eine Energiebeschränkung, ein Energielevel. Juhu! Zugegebenermaßen macht mich dieses Spiel echt noch konfuser als der Vorgänger, auch wenn die Grafiken etwas hübscher wirken. Das Problem ist nämlich hier die Steuerung und die Tatsache, dass die Handlungsorte, die einzelnen Räume. Also erstmal ist der Aufbau des Ganzen sehr verwirrend. Und dann sehen auch die Räume alle sehr, sehr ähnlich aus. Man hat also den Eindruck, man läuft immer im Kreis. Mal ganz davon abgesehen, dass dieses Spiel keine Konversationspuzzle hat, also keine Konversationsrätsel, sondern nur logische, oder was man da halt bei Infogrames damals darunter verstand. Es tun sich halt eben nur diese logischen Rätsel auf. Also wieder ein Fall fürs wilde Rumraten, was allerdings dann ja Energie kostet. Ich mach's kurz und schmerzlos. Die Urkunde, die Erbschaft 2, hat mich absolut nicht fesseln können und es hat daher auch ganz schnell wieder aus meinem Rechner rausgefunden, oder aus dem Rechner allgemein wieder rausgefunden. Da spiele ich lieber alte LucasArts Adventure. Nächstes Mal werde ich mich wieder um eine Spielshow kümmern. Oder um eine Show allgemein. Thematisch jedenfalls. Dann geht's nämlich um Wetten, dass...